Die meisten Menschen haben ein völlig falsches Bild von Krankheiten. Also bei vielen wird es als etwas Böses, Anstrengendes und Leidvolles erachtet, was unbedingt gemieden werden sollte. Aber nur die wenigsten wissen eigentlich, dass das eine sehr wertvolle Körperfunktion ist und dessen abrupte Unterbindung ziemlich verheerend für den Körper sein kann. Eine Krankheit jeglicher Art ist entweder ein Reinigungsprozess des Körpers, das heißt, es werden zum Beispiel Gifte und Schleim aus dem Körper ausgeschieden und gelöst, die wir zum Beispiel akkumuliert haben über Generationen von Industriekost, Kochkost, durch zu viel Mischen, vielleicht auch zu viel Essen, zu viel Würzen und so weiter, also den Lebensstil, den halt hier viele Menschen leben. Das führt halt dazu, dass halt sehr viele nicht ausgeschiedene Sachen im Körper stecken bleiben, also Schleim zum Beispiel, Gifte etc. Oder die andere Möglichkeit, die auch ab und zu mal vorkommt, ist halt, dass es Krankheiten als ein Symptom von psychologischen Programmen kommt. Das heißt, dass man halt Sachen von außen annimmt, die einem eingeredet worden sind, dass dann da so Krankheitssymptome zum Beispiel ausgelöst werden. Als Beispiel kann man hier ganz gut anführen, das, was die letzten 2 Jahre mit Corona zum Beispiel passiert ist. Da wurde den Leuten auch alles Mögliche eingeredet, was denn Corona alles ist, welche Symptome es hat und dass es dann höchst ansteckend ist. Und das wurde den Leuten halt die ganze Zeit mit der Propaganda die ganze Zeit eingeflößt. Und das war jetzt dann bei mir auch ein Beispiel bei mir in der Familie, dass es dann angefangen hat, dass mein Bruder und meine Mom anscheinend positiv getestet worden sind, und ich denke mal, einige von euch wissen, dass bei dem PCR-Test da alles Mögliche getestet werden kann. Jedenfalls war es halt so, dass die halt angefangen haben, da positiv zu sein, haben auch daran geglaubt, haben das Programm angenommen, haben dann Schnupfen und alles Mögliche bekommen, weil sie sich auch ein bisschen so eingeredet haben, beziehungsweise diesen Gedanken eingepflanzt bekommen haben, und hat mein Vater dann auch so viel Stress gemacht und hat dann auch am nächsten Tag solche Symptome bekommen, wegen dem Stress, der sich eingeflößt hat, die Gedanken, die er da von den Medien da mit rein manipuliert bekommen hat, dass, wenn man Corona hat, die und die und die Symptome hat, und die hat er natürlich dann auch alle bekommen, weil da er mit seiner Schöpferkraft das halt dann so hervorgehoben hat, beziehungsweise das ist halt dann so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Schließlich ist es dem Körper egal, ob man sich jetzt etwas vorgaukelt bzw. vorstellt oder ob es in Wirklichkeit passiert. Da könnt ihr zum Beispiel auch selbst das Experiment machen. Wenn ihr zum Beispiel in Wirklichkeit in einer Stresssituation seid, wo ihr halt kämpfen müsst, flüchten müsst und da auch wirklich dann in einer Gefahrensituation seid, oder wenn ihr euch zum Beispiel diese Gefahrensituation einfach nur vorstellt im Kopf, dann stößt der Körper trotzdem diese entsprechenden Hormone aus bzw. die entsprechenden Programme für diesen Kampf- und Fluchtmodus. Und genau das Gleiche ist halt auch bei den Krankheiten, dass ihr euch auch selbst krank machen könnt. Ihr könnt euch auch Schmerzen in gewissen Weisen auch einfach nur einbilden, weil ihr da irgendwelche Programme eingenommen habt oder der Körper da nicht dieses in einem Programm stecken bleibt und ihr das dann so weiterführt. Dann kann es halt einfach passieren, dass ihr in eine Krankheit rutscht, in Schmerzen reinrutscht, obwohl diese eigentlich ihr euch nur vorstellt, eine gewisse Art von Illusion ist und ihr euch somit eigentlich selbst verarscht. Wie ich am Anfang des Videos erzählt habe, sind alle Krankheiten in gewisser Weise ein Reinigungsprozess des Körpers, und da kommt es halt einfach nur auf die Intensität, aber der Ursprung ist eigentlich bei jeder Krankheit dasselbe, also sei es bei Fieber, Husten, Schnupfen, Lungenentzündung, Fieber, Arthrose, Krebs, Diabetes, Hashimoto oder weitere chronische Krankheiten, an denen sehr viele Menschen hier bei uns in der Gesellschaft leiden, hat in den meisten Fällen immer denselben Ursprung. Also entweder sind es Gifte, Toxine, Schleim, oder das sind halt irgendwelche Programme, die man unbewusst bei sich ablaufen lässt. Und das hat auch nichts da mit Nährstoffmangel oder sonst irgendwas zu tun. Da gab es auch schon wieder bei mir sehr viele Diskussionen, weil die Leute diese Vergiftung oder diese Toxine einfach vergessen. Bei Menschen meinen, es wäre einfach nur ein Nährstoffmangel, den man irgendwie füllen muss, und da auch wieder Fragen bei mir, wieso funktioniert noch mein Körper oder wie kann ich denn überhaupt noch leben, trotz meinen anfänglichen 39 Kilo, die ich bei der Rohkost habe, und ich da trotzdem damit weitergemacht habe, immer mehr faste, immer weniger auch esse und trotzdem Muskel aufbaue, mein Körper sich weiter wieder aufbaut und ich immer noch viel mehr Energie als am Anfang hatte, obwohl ich keine Nahrungsergänzungsmittel nehme. Das sind zum Beispiel solche Fragen,
die ich halt auch gerne den Leuten stelle, wenn sie mir halt irgendwas sagen mit Nährstoffmangel, man muss Nahrungsergänzungsmittel XY nehmen, was halt dann auch sehr interessant ist, wenn dann die Leute dann, wenn ich dann so das weiter ausführe mit der Vergiftung und mit den Toxinen, dass das viele unterschätzen, dass halt die Leute chronisch vergiftet sind und dass eigentlich alles nur eine Entgiftung ist, wenn sie sich schlapp fühlen und alles Mögliche und dass man halt dann die Rohkostreinigung als Weg nehmen muss, um halt da den Körper über die Jahrzehnte einfach zu reinigen. Das ist ein sehr langer Prozess. Und wenn ich damit halt den Leuten konfrontiere, zum Beispiel meine Mom, die ist dann so eine Kandidatin, die dann gerne sowas sagt, dass halt jeder Körper oder jeder Mensch individuell ist, auch in der Ernährung andere Sachen hat und einfach dieses klassische, ich bin eine Sternflocke oder so, dass jeder Mensch einzigartig und individuell ist. Was ich halt sehr lustig finde, weil ich dann meiner Mutter dann begegnet bin und ihr gesagt habe, wie die ganzen Menschen sind hier individuell. Wenn ich jetzt hier überall in den Haushalten, zum Beispiel in der Nachbarschaft, aber bei mir im Dorf schauen würde, die würden sich so ziemlich alle gleich ernähren. Irgendein Gebäck würden sie zu sich nehmen, Milch, Fleisch, Nudeln, Kartoffeln, Reis, alles Mögliche würde ich da bestimmt zuhauf überall finden. Und wenn man das dann so, sich so abstrakt anschaut, ernähren sich die Leute dann doch ziemlich gleich. Und ich wäre eigentlich einer der wenigen, der sich ziemlich individuell ernährt. Aber da auch wieder den Punkt, wenn halt die Leute auch, die jetzt sich zum Beispiel vegan ernähren und alles Mögliche und dann so einen Satz rausbringen. Ich finde es halt sehr interessant, dass die Leute halt meinen, jeder sei individuell, natürlich, in einer gewissen Art ist jeder individuell. Nur sind wir halt nicht dieser menschliche Körper. Wir sind halt in einem, wir sind, der Mensch ist ja auch ein Tier in dem Zusammenhang. Wir steuern halt diesen Körper. Und wir sind nicht der Körper, wir steuern ihn halt nur. Und es macht für mich irgendwie keinen Sinn, wenn wir uns so rausstellen und sagen, ja, wir sind die, sozusagen die einzige Spezies, die sich individuell ernähren kann. Und das wäre dann irgendwie, okay, ich habe jetzt auch noch nie ein Hunderassen gesehen, da wurde jetzt der eine Hund nur Fleisch isst, der andere isst von sich aus nur Pflanzen und der andere isst nur Milch und dem geht es irgendwie allen gut. Also für gewöhnlich tut halt eine Rasse, hat halt eine bestimmte Richtung, bestimmte Ernährungsrichtung, wo es halt hingeht. Und daher finde ich halt, dass die Leute das halt so als Ausrede halt nehmen, dass man es einfach okay ist, dass halt jeder sich individuell ernährt, so eine Art, ja, für sich eine Ausrede zum Beispiel suchen. So sehe ich das jetzt halt, weil die meisten dann einfach nicht verstehen, was halt mit der Toxämie sozusagen da, mit der Entgiftung alles für ein Steckenpferd dahinter steht. Das Einzige, was den Menschen so individuell macht, dass er halt unterschiedliche Sachen ist, dass der eine zum Beispiel in der Phase ist, wo er viele Wildkräuter isst und der andere jetzt zum Beispiel wie ich mehr Früchte isst, liegt halt einfach daran, dass halt jeder von uns unterschiedlich vergiftet bzw. belastet ist. Die einen haben vielleicht bis ihr 40. Lebensjahr Medikamente genommen, sehr viel Fastfood gegessen, wenig Sport gemacht und so weiter und so fort. Also jeder hat eine andere Vorgeschichte mit einer anderen Vergiftungsart und muss die ja halt dann auch dementsprechend individuell mit seiner Ernährung halt sozusagen bremsen. Das heißt, dass der eine vielleicht länger eine schleimfreie Heilkost mit gebackenen Süßkartoffeln oder gebackenen Kürbis zu sich nehmen muss, vielleicht 5 Jahre, 6 Jahre, dann fängt er an mit Wildkräutern vermehrt und sowas. Also dass man halt dann so unterschiedlich hat dann halt ist, bis man dann irgendwann Früchte essen kann. Also das ist halt da einer der wesentlichen Punkte auch wieder. Das liegt halt einfach an Grad der Vergiftung, warum sich die Leute so individuell essen oder individuell ernähren, weil man halt individuell vergiftet ist und man muss halt dann schauen, aufgrund des Grades der Vergiftung, beziehungsweise auf welchem Punkt man auf der Rohkostreinigung ist, muss man halt dann dem Körper bestimmte entgiftungsfördernde Maßnahmen zur Unterstützung zuführen. So viel dazu. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Gerne den Kanal auch kostenlos abonnieren. Wenn ihr dabei noch auf die Glocke drückt, werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Ich sehe es bei mir in den Analysen, dass halt sehr viele, die meine Videos anschauen, den Kanal nicht abonniert haben und nicht auf die Glocke drücken. Wie gesagt, ich freue mich da tierisch, wenn ihr das zum Beispiel macht. Es sind nur 2 Mausklicks, wie gesagt, auch alles kostenlos. Gerne auch unten rein kommentieren für den Algorithmus und sonst gerne auch dieses Video an Freunden, Bekannten, Familie teilen und auch Social Media Plattformen ist auch alles sehr gerne erwünscht. Und
Wenn ihr zum Beispiel meine Arbeit unterstützen möchtet, weil ihr davon einen gewissen Wert herausziehen könnt, findet ihr weitere Unterstützungsmöglichkeiten für mich und mein Projekt unten in der Videobeschreibung, zum Beispiel PayPal, Patreon, mein Bankkonto. Ihr könnt auch gerne bei mir Coachings buchen oder meinen Kurs zur 22-Tage-Challenge für die schleimfreie Heilkost nach Arnold Ehret mit der Mischung von veganer Rohkost und dem Fasten. Könnt ihr halt von meiner Expertise zum Beispiel profitieren. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao. Wow.